Das Kosmos-Theater ist das Theater für Gender-Thematik, für alle Sparten. Und das Ziel ist, und ich glaube, das trifft auch ziemlich gut zu, dass jeder Mensch, der da hereinkommt, ins Publikum kommt, diese Künstlerinnenförderung und diese weiblichen Inhalte wahrnimmt, der das will und der das nicht will, nimmt es nicht wahr. Und es gefällt ihm oder ihr trotzdem. Wenn man sagt, es geht jetzt, sagen wir, man sagt das Allgemeine, es geht um Gender, ja, um Genderfragen, die ja in den letzten Jahren sehr aktuell geworden sind und sehr, sehr in Mode sind. Und da würde ich sagen, sind andere Häuser sicher schon weiter oder bieten da mehr. Also. Eigentlich in der Form gibt es meiner Erachtens in der Konsequenz keinen Raum oder kein Theater, das sich darüber wirklich ausschließlich definiert. Wunderbar. Am liebsten würde ich überall Grüß Göttin sagen, wenn ich wo reinkomme. Ich denke schon, dass ein ganz großer Unterschied zwischen Männern und Frauen sich daher speist, dass wir körperlich so verschieden sind. Die Tatsache, dass wir eine Öffnung haben und Menschen in uns hinein einladen. Die Tatsache, dass wir in unterschiedlichen Körpern geboren sind und dass wir aufgrund unserer körperlichen Verfasstheit unterschiedliche Möglichkeiten, Rechte und Fähigkeiten entwickeln. Und das Theater mit dem Gender ist, dass eben gerade Frauen besonders beeinträchtigt sind, unter Anführungszeichen beeinträchtigt, also benachteiligt sind aufgrund der langen Geschichte der Unterdrückung und der Benachteiligung, dass aber auch, und das sagt das Wort Gender, die soziale Rolle von Männern ebenfalls Männer schädigt. Also sie schädigt nicht nur die Frauen, so wie Männer sich verhalten, gegenüber den Frauen, sondern sie schädigt auch die Männer selbst und damit die gesamte Gesellschaft. Ich glaube schon, also ich glaube, man kann die Frage so beantworten, wahrscheinlich braucht es oder wäre es interessant und sinnvoll, so ein solches Theater in der Stadt zu haben. Man müsste es dann ein bisschen anders ausschauen, glaube ich. Naja, ich denke mir, dass es damals eine Zeit war und auch heute noch eine Zeit ist, wo man nicht sagen kann, die Geschichte zwischen Männern und Frauen in der Kunst, die wird sich von selber eh entwickeln. Da muss man jetzt nicht extra was für die Frauen machen, sondern wer gut ist, der kommt irgendwie weiter in der Kunst, sondern es ist im Gegenteil so, dass in vielen Bereichen einfach Männer auch in der Kunst viel leichter haben wie Frauen, dass es Seilschaften gibt von Männern, dass es immer wieder gerade in der Kunst so ist, dass sie ständig die Männer irgendwie auf die Nacht beim Bier treffen und sie dann gegenseitig irrsinnig helfen. Das war überhaupt am Anfang ein ganz wichtiger Punkt, diese Vernetzungsmöglichkeiten untereinander. Und ich denke, wenn ich mir was wünsche, um nochmal auf die Frage zuvor zu kommen, dass dieser Aspekt noch wieder verstärkt wird. Das bedeutet einfach wieder noch mehr die Leute zusammenzubringen, aus verschiedenen Sparten sich kennenzulernen, weil es ist halt auch so, jeder arbeitet für sich und mit denen, die man kennt. Aber dass man gleichzeitig eben hier vernetzen, veranstalten kann, produzieren kann und das alles mit einem stringenten feministisch-künstlerischen Konzept, das kenne ich so in dieser Größenordnung nicht. Wir sind hineingegangen, haben das Rondell besetzt und haben drinnen Kunst gemacht, 24 Stunden am Tag, wie die Wahnsinnigen. Hunderte Leute sind gekommen, hunderte Unterstützer, ja. Der Josef Hader hat die Heizkanone gezahlt, der Dorfer hat sich hingestellt und hat gesagt, natürlich braucht sie einen Frauenraum, die Männer haben das Stadion. Ja. Gott sei Dank habe ich zu der Zeit oft in Wien gespielt und bin dann immer nachher von der Kabarettbühne dann hingegangen und habe ein Spezialprogramm entwickelt immer, weil ich habe ja, es war ja nichts zum Spielen dort, kein Klavier und so. Jetzt bin ich am Tisch gesessen und habe die Nummern gespielt und wenn Klavier gewesen war, habe ich, glaube ich, den Tisch als Schlagzeug benutzt und habe die Lieder, die halbwegs rhythmisch waren, habe ich dann so gesungen. Die Donal ist gekommen und hat gelesen und Podiumsdiskussionen geführt und die Elfi Hammerl und der Menasse und also hunderte Promis, Unterstützerinnen. Und der eine hat ein Gedicht vortragen, der andere hat eine Nummer gespielt, der andere war Schauspieler, der andere war Musiker und jeder hat irgendwas gemacht. Es war genauso möglich, dass man eine Pantomime macht, es war möglich, dass man eine Performance macht, es war möglich, dass man
aber gleichzeitig auch Rede hält und irgendwie sagt, wofür man ist. Es war irrsinnig schön. Und danach ist man noch gesessen und es war sehr warm wegen die Heizkanonen. Und es war eine sehr schöne Zeit, die sich natürlich nicht aufrecht erhalten lässt in der Form. Aber ich erinnere mich gern daran. Und inzwischen eben gleichzeitig immer dieser Aktionismus, ja, also wir holen den Klima ab, Klima, wir warten auf dich. Dann sind die von der Polizei aufgehalten worden, das ist eine Demonstration, haben die Frauen gesagt, mit ihrem Transparent in der Hand, haben sie gesagt, wieso ist das eine Demonstration, wir lüften hier nur unsere Wäsche aus. Die Barbara Klein ist beides, sie ist nerviger Gewaltgeist und engagierte Kämpferin, nur es ist so, um was zu erreichen, zum Beispiel bei Politikern oder bei irgendwelchen öffentlichen Stellen, ist es eigentlich so, dass eigentlich nur Quälgeister was erreichen, weil alle anderen werden immer, da gibt es immer nette Gespräche und die Politiker und Politikerinnen bleiben unverbindlich und sagen irgendwie, ja, wir tun eh was und da muss man lästig sein. Hat es irgendjemand bei den Beamtinnen und Kulturzuständen gegeben, die das verstanden haben? Ich glaube nicht. Ja. Und ich glaube, der damalige Kunstkanzler Klima hat das auch nur bewilligt, weil er es nicht verstanden hat. Aber zum Unterschied von den anderen hat er es deshalb nicht abgelehnt, sondern irgendwas hat ihn bewogen zu glauben, das muss aber sein. Er versteht es zwar nicht, aber das muss sein. Dass sie ein Quälgeist ist, ist ja auch eine Qualität von ihr. Ne? Also ich meine, das durchzusetzen, hätten wahrscheinlich nicht viele geschafft. Und wir haben gebettelt, schwarz angezogen auf der Straße, zum Sparpaket und so weiter. Blutet uns nicht aus, da haben wir Tampons verschickt, rot angemalt und solche Sachen. Ja. Also es war Aktionismus pur, es war sehr witzig sehr oft. Ja. Und das genau dieses System haben wir übernommen, um Kosmosfrauen oder damals das Rondell Frauenraum durchzusetzen. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass es irgendwie im Lauf dieser Zeit, dass es gar nicht so sehr darum ging, ein Theater für die Frauen zu schaffen, sondern vielleicht eher ein Theater für Barbara Klein. Nicht? Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen, also wäre die böswillige Interpretation dieses Vorgangs. Nicht? Sie hat immer einfach sehr entschieden ihre Sache vertreten. Sie hat auch uns zum Beispiel bei Indien immer sehr entschieden vertreten und hat uns gegenüber den Theatern verteidigt. Sie ist ein Mensch mit großen Qualitäten. Und die sie als Quälgeist empfinden, das sind halt Menschen, die von denen will's was. Und das tut es dann so lange, bis sie es kriegt. Das ist das Tolle an ihr eigentlich. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Das ist natürlich, ja, und das war Strategie. Das war nicht, also Nerven als Strategie, als politische Strategie, ist ein super Instrument.